herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ja, die Paletten habe ich mal hier alle verkaspert, also die sind alle soweit raus. Da sind schon wieder zwei Paletten da, aber das interessiert mich jetzt nicht, weil ich hatte letzte Woche eigentlich mit dem Herrn Blaubeer ausgemacht, dass ich noch Diesel abhole und das muss ich jetzt endlich mal machen. Tempomat noch auf minimalst eingestellt. Das werde ich jetzt schnell mal machen. Noch den Diesel abholen. Also nicht den Winddiesel, sondern den Diesel als Kraftstoff. Aber vorher hole ich mal hier noch die zwei Baller. Die zwei Paletten raus. Der Herr Müller, Stefan Müller, der müsste ja dabei sein, mir die Paletten ins Zentrallager zu fahren. So, ich hau die nochmal schnell ins Lager rein, weil das ist ein bisschen besser. Klingeling. Diesel. Folge hier, servus. Ja, moin. Was machst du gerade? Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Hof und ich sehe gerade auch vom Tablet aus, wo ich vorhin noch am Stand stehen war, dass mein Feld reif ist. Oh, okay. Was hast du drauf? Weizen, glaube ich, ne? Soja. Soja. Brauchst du einen Drescher, nehme ich an? Ja, richtig. Okay. Moment. Okay. Kannst du mir dann vielleicht den LKW und den großen Anhänger bringen? Den Tatra und den Getreidehänger? Tatra steht bei mir am Hof, aber... Dann weiß ich aber jetzt gerade nicht, warum hier ein grüner Tatra mit Fahrschulschild bei mir am Hof steht. Ah, ja, dann nimmst du den. Dann nimmst du den. Und hast du Schweinchen? Der Metzger hat angerufen, der bräuchte mal wieder Nachschub. Stand da nicht noch ein Hänger voll mit Schwein beim Metzger? Ah, stimmt. Okay, ja, stimmt. Passt. Stimmt. Ah. Ja, dann bringen wir doch den Anhänger mit den Farmtech. Ja. Okay. Gut, dann treffen wir uns bei mir am Hof. Alles klar. Bis später. Jo. Ciao. Ciao. Okay. Dann holt er mir nämlich, dann bringt er mir den Anhänger. Dann kann ich nämlich, glaube ich, endlich mal meinen Dinkel verkaufen fahren. Dinkel verkaufen. Dann fahren wir auch beim Metzger vorbei. Und laden die Schweine aus. Und dann kann ich nämlich, muss ich eigentlich düngen? Was mache ich mit dem Elefantengras, ey? Das blockiert mich gerade noch ein bisschen. Das eine Feld muss ich nochmal düngen, okay. Aber es sieht ganz gut aus. Dann kriegen wir diese Woche auf jeden Fall wieder Geld rein. Endlich mal hier ein bisschen spazieren gehen auf der Wiese. Ich guck mal, was ich am Hof jetzt noch machen kann. Strom haben wir noch 100.000. Ah, den Drescher kann ich schon mal rausstellen.
Und ich wollte Diesel holen. Stefan Müller hier. Servus. Hättest du gerade Paletten da? Leerpaletten? Leerpaletten? Wie viel brauchst du denn? Für die Dings, für die Weberei. Hast du die jetzt? Ja. Oh, cool. Hab ich mir letzte Woche geholt. Ja, die Frage ist, wie viel du brauchst. Für wie viel verkaufst du die nochmal? Moment, ich muss mal gerade hier. Standardpreis ist 1600. Ich sag mal so, Genossenschaftspreis 1300. Und das sind immer 5000 Liter. Ne, 4000 sind wir. 4000. Also 1400 ist netto, oder? Ja. Dann nehmen wir 6 Paletten erstmal. Palettenstapel da. Okay. Dann kannst du dir die im Sägewerk holen. Ja. Ich sag denen dann Bescheid, wenn du da bist, rufst du mal kurz an. Dann zeige ich denen Bescheid, dass die dir rausstellen. Jo. Und vergesst den Karton und das Papier nicht, ja? Den soll ich wohl nochmal bringen. Zum Zentrallager. Jo, von da unten auch. Von der Zellulosefabrik im Industriegebiet. Ja. Feldkirchen. Ja. Gut, danke dir. Jo, ciao. Ciao. So, 1400, 20% Steuer drauf sind 280, 1680. So, jetzt warte mal, muss ich hier mal kurz gucken. Da gehen rein 470, ist das richtig? 270 sind drin. 470. Plus Anhänger voll. Wie viel geht denn in den Anhänger rein? Ich habe gar keine Ahnung, ey. Heißt 4220. Klingelingling. Jan Blaubeer. Volker Bauna, servus. Servus Volker, grüß dich. Ich habe es endlich zur Raffinerie geschafft. Nein! Doch. 4220 Liter habe ich geholt. Dann bekomme ich 4200 Euro von dir plus Steuer. Und. 4600, genau. Gewinnen willst du keinen? Machen wir 5 glatt. Ja. Okay. Schicke ich dir gleich. Alles klar. Danke dir. Ciao. Ja, gerne. Ciao. So, warte, 5.
gleich mal aus hier geben. Betriebskosten, ja. Kann man sich steuerlich wieder geltend machen. Könnte man sich also später von der Steuer wiederholen. Ja. Hallo. Guten Tag. Kommen Sie mal von Ihrem hohen Ross runter. Ja. Der ist einfach ein bisschen zu groß. Da muss ich immer so weit nach oben gucken. Guten Tag. Hi. Zwei Fragen. Ja. Ich wollte mal eine Betriebsinspektion haben. Vor 4 Wochen. Da war was, genau. Da war was, genau. Und dann wollte ich wissen, ob Sie einen Häcksler haben. Da könnte ich Ihnen was anbieten. Oh, dann rechnen Sie mal. Weil der Neumann hat mir schon was angeboten, aber das war ziemlich teuer. Das war für Elefantengras, gell? Jawollo. Scheiß Unkraut, ey. Dann kann ich mir kurz nebenbei noch was rechnen. Wie lange würden Sie denn brauchen? Keine Ahnung, wie lange das für das Feld braucht. Da ich häckseln muss, müsste ich auch gucken, dass ich ein, zwei Abfahrer noch kriege. Sonst dauert es eventuell den ganzen morgigen Tag. Okay, ja, zeige ich Ihnen gleich, Moment. Was tippen Sie denn da auf dem Tablet rum? Will ich drücken. So. Einen Moment. Also den Häcksler könnte ich Ihnen anbieten. Also die Stunde wären 3.430 Euro ungefähr. Mhm. Und am
Tag würde er auf 10.628 kommen, inklusive Schneideberg. 10.000 plus pro Stunde 3.000 irgendwas. Also 10.000 Euro Basis. 10,6K plus halt den Verschleiß und so weiter am Tag oder 3.400 plus den Verschleiß in der Stunde. Ach, die 10.000 werden pauschal angeboten. Pauschal. Also die Tagesmiete ist immer pauschal. Okay, dann würde ich das da in Anspruch nehmen morgen. Ja, kriegen wir hin. Ja, haben Sie einen Tieflader? Ja, hätte ich. Und dann könnten Sie den mir zum Hof bringen, wenn Sie die zur Inspektion kommen. Ja, kann ich machen. Das Das wäre könnte ich supi. machen. Also morgen früh dann. Ja. Okay, dann bis dann erstmal. Okay, bis dann wieder schauen. Tschüss. Sie bekommen ja, glaube ich, noch fürs Kalken oder was war es? Düngen? Nee, Rechnung, Kalken. oder? Kalken, genau. Muss ich aber schauen, weil Ja, schicken Sie dann einfach per ich Post. mache ich. Gut, danke. Okay, danke, Ciao. wieder schauen. So, naja, der ist aber immer ein bisschen langsam, ne? Aber naja. Aber 10.000 Euro pauschal ist zumindest schon mal die Hälfte von dem, was der Neumann für seinen veranschlagt hat. Von dem her können wir das machen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.